Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich teste heute mal die 720p, ob die vielleicht ein bisschen flüssiger sind, was ich auch glaube. Und wir gucken mal hier, was hier rumliegt. Es ist eine Leiche, ist klar. Aber, wir müssen mit Agnar sprechen. Das war das, was wir gestern, vorgestern zuletzt gemacht haben. Gestern ist die Folge ausgefallen. Wegen ist nicht. Und heute sprechen wir mit Agnar. Im Agnarischen. Wo ist er denn? Ah, da. Hallöchen. How do you do? Wie sollen wir gegen Ingvar vorgehen? I am gathering all of my forces, a fair-sized army. We are going to seize Stalgard. It lies on the far side of the Emerald Valley, to the far east. However, before we go there, we must prepare. In the meantime, we need the route into the valley cleared. That's where you and Ulgar come in. Thorlo, Svegard and I will stay here and help prepare everything. You must go meet Ulgar at the base of the hill below the Emerald Valley gates. He will be waiting there with a small group of soldiers to help. Clear the path into the valley and we can set up our attack camps. Just know that once we set up camp to attack, nobody is leaving until Ingvar is stopped. So make sure you are prepared before you meet Ulgar. Now go! We haven't got much time. If you'll excuse me, I must gather my war crest and say goodbye to my family. Ach was, du wirst schon überleben. So, wir müssen den Ingvar aufhalten anscheinend und uns mit Ulgar treffen. Alles ganz komische Namen, ne? Naja. Dafür müssen wir mal schauen. Das ist nicht die Burg? Stalgard. Ja, ich glaube. Wir treffen uns hier für die Belagerung. Was zum Teufel ist das? Bitterfelsen, okay. Dann gehen wir da doch mal direkt hin. Ach, mein Pferd ist auch da. Cool. Nehmen wir doch gleich heute. So, wie weit ist das? Das ist doch gar nicht weit weg, ne? Das kriegen wir schon hin. Ah, hier ist eine Burg, okay. Das heißt, wir müssen zuerst die Typen hier in der Burg erledigen. Da sind doch schon unsere Jungs. Wir steigen mal kurz ab. So. Ach, wir müssen gar nicht schleichen. Ah, you're here. Yeah. There's no time to waste, my friend. There's a small fort up the hill with a few men in it and a camp farther down the path. Speak with me once we've cleared both areas and you're ready to go. We'll let Agnar know it's clear and the troops can move in. Let's move. Okay, los. Eigentlich könnt ihr auch vorlaufen, oder? Ihr macht das schon, Jungs. Ihr macht das schon. Ich schleich mal hier durch die Gegend. Jetzt, geh, los. Ah, ich glaube, wir sollen noch nicht schleichen. Ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Das sieht mir doch fett nach einem Geheimgang aus hier. Okay, so geheim kann er, glaube ich, gar nicht sein, wenn das scheiße schwer zu begehen ist. Na komm schon. Na gut, hier kommt man nicht hin. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch keinen Geheimgang geben. Nee. Schade. Hätte sie gerne von hinten platt gemacht. Kämpfen die schon? Hilfe! Hä? Ich hoch. Ich glaube, hier kann man nicht hoch. Mist. Alles umsonst. Ja, alles umsonst.
Naja, unterstützen wir unsere Leute im Kampf. Wir haben einen neuen Schrei, mit dem wir... Hallo? Mein Gott, wie billig bist du denn? Du sollst der Boss sein? Nein, jetzt mal ganz... Was macht der hier? Jetzt mal ganz im Ernst. Du bist doch der Böse. Hä? Hab ich da irgendwas nicht begriffen? Der steht da einfach nur. Oh, oh. Kämpf mit mir! Er macht's wirklich. Ist er der Gute? Gehört er zu den Guten? Jetzt bin ich... verwirrt. Was ist denn... Was geht hier ab? Wer sind hier jetzt die Guten und wer sind die Bösen? Ich bin... Ich weiß nicht, verwirrt. Über die ganze Tatsache hier. Ich meine, der Typ, den wir hier haben mit dem Amboss, das ist doch eindeutig dieser Ingvar. Der Böse, ne? Der alle Ringe hat, der uns alle gerade töten wollte. So, zum Ersten, ich kann ihn nicht töten. Und zum Zweiten, er kämpft für mich. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich kann Milchtrinker. Ich hoffe, ich habe ihn getroffen. Ah, ich habe ihn nicht getroffen, war ja klar. Kannst du dich mal verziehen? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ach, Mann. So, ja, gut, dann... Nochmal hin. Ich hasse es, ne? Ich hasse es zu sterben. Aber doch so billig. Ich habe extra so einen Heiltrank reingezogen, hatte noch voll viel Leben und hat den einen sogar getötet, aber er hat mich vorher getroffen. Achso, das war die Höhle, die wir entdeckt haben, ne? Na gut, reiten wir direkt mit dem Pferd hoch. Vielleicht gab es da ja ein Gespräch mit dem Boss. Vielleicht haben wir das Gespräch nicht mitbekommen. Vielleicht war das richtig, dass wir gestorben sind. Und dieses Gespräch zwischen dem Big Boss da mit dem Amboss auf der Schulter und den Jungs hier kennenzulernen, ich weiß es nicht. Vor allem, wer hat denn schon Amboss auf der Schulter? Achso, wir müssen reden, ne? Bin schon hier. Lass uns reden. Ach, komm. So. Ah, you're here. There's no time to waste, my friend. There's a small fort up the hill with a few men in it. Ich lauf schon mal vorne. Ich liebe meinen Mantel. Der ist so cool. Mein Umhang, sorry. Nicht mein Mantel. Mantel ist was anderes. Mantel geht um den Körper herum. So, trefft euch mit Olga. Helft die Tore des Smaragdtals zu räumen. Ja, das ist auch der Böse. Was? Wir laufen da jetzt erstmal hin und gucken, was der da genau macht. Wo er überhaupt herkommt. Ob er da irgendwie aus den Schatten rauskriecht und sich da einen ablacht. Nein, der steht hier einfach. Er steht hier einfach. Das stimmt mit dir nicht. Oh, cool. Ja, danke schön. Ich verstehe den Typen hier nicht. Ich verstehe den Typen hier einfach nicht. Wo sind meine Freunde? Ach, da kommen die. Okay, ich werde mich nämlich hier verstecken. In der First Person. Wie auch alle haben ihn vorbeilaufen, ne? Da steht so der Böse der ganzen Geschichte, aber alle laufen einfach nur dran vorbei. Jungs, die haben nicht mehr Klamotten. Für euch. Du bist böse, ne? Ich weiß es gar nicht. Bist du böse? Ah, Smaragdsoldat. Da, er kämpft sogar auf meiner Seite. Das ist faszinierend. Und der rutscht hier runter. Bleib stehen. Dankeschön. Da rutscht noch einer. Ach, der ist tot.
Das war einer von uns, ne? Du bist doch so ein Smaragd-Soldat. Nee, du bist einer. Oh. So, das wird sie ein bisschen geschwächt haben. So, wir brauchen einen besseren Ort, wo sie nicht an uns rankommen. Ist klar? Schäbende. Ah, Waffe! Okay, ich muss abhauen, bevor ich sterbe. Können wir uns hier irgendwo verstecken? Oder beziehungsweise auf einen hohen Punkt gehen, wo sie nicht rankommen? Das wäre natürlich ideal. Einer weniger. Zwei weniger. Autsch. Oh, da hätte ich hochkillen können, ne? Kommen sie da mir hinterher, wenn ich hier hochspringe? Ups. Ah, super. Das freut mich doch. Das ist falsch. Ja, die kommen hinterher. Nein, die sind nicht mehr verzaubert. So, trinken wir noch mal kurz was, ne? Komm, der hat nicht mal Klamotten an. Der muss ja umfallen, wenn ich treffen würde. Ja. Ich treffe einfach nicht. Ah! Da kommst du nicht an mich ran, ja? Nein, jetzt sind sie alle tot. Der liegt da hinten einfach immer noch. Kann sogar... Warte, wir warten mal eine Stunde. Jetzt steht er auf. Macht er jetzt? Was will der überhaupt hier? Ich verstehe es nicht. Ingvar, der Schisser. Ey! Kann ich nicht betäuben oder so? Na. Dann bleib ruhig liegen, Dude. Dann bleib ruhig liegen. Keine Ahnung, was er da macht. Vielleicht haben wir das Ganze nochmal verbuggt. Weil. Alles eigentlich verbacken? In diesem Spiel jedenfalls. Ich kann die Bugs schon gar nicht mehr aufzählen, die wir hier verursacht haben, aus Versehen. Alter, wo ist der Typ denn schon hin? Krass. Ach, wir haben eine Stunde gewartet. Klar. Ich wollte gerade sagen, so schnell kann er auch niemals gewesen sein. Ey, die sind sonst nie schneller als ich. Da ist er doch. Und er hat sogar ein Lagerfeuer für uns vorbereitet. Oh. Hey. Was zum... hinter euch? Was zum Teufel? Der stand da einfach hinter denen und die haben es nicht gecheckt. Ich fasse es nicht. Ah, ich liebe es immer wieder. Kommst du? Och, jetzt soll ich mit... Oh, okay. Sollen wir auch noch mit ihm reden? Hä? Also. Simple enough, right? Unfortunately, that's the easiest part of this whole damn mess that we've gotten ourselves into. Are you ready? Remember, once we begin the attack, we fight until we are victorious. Or we die with honor. Olga, wir sind zu zweit. Ah, ich kann nicht mehr abhauen, wenn ich kämpfe. Okay. Very well. May we meet again after battle.
Horin Songard, brother. This is scripted. Wie cool. At least the rain provides some cover. Ah, ich kenn dich doch. What? Surprised to see me here? Ja, auf jeden Fall. I am a guard and a soldier. I've got to help in this fight too, you know. Or are you scared? I'm sworn to protect this land and its people, but I'm a bloody guard. Nothing of this scale has ever happened to me. Then again, we've got Agnar leading us. There's no way we can lose. Right? Ladies and gentlemen, your attention, please. They're ready for you, Agnar. Thank you, Ulgar. Fair people of Valskar, for almost 700 years you have graciously allowed my family, the Borvaldurs, to lead you. Through thick and thin, you have worked hard, supported us, and provided unwavering loyalty. Unfortunately, not all who live in Valskar are content. The Junvaldir see the throne as their birthright, and something that can be owned or taken. They have started war after war, seeking power, their greed unmatched. 100 years ago, they even agreed to give up, to stop fighting, and to accept peace. However, over the last few months, Ingvar Junvaldir, Jarl of Stalgard, has repeatedly broken that agreement. He has kidnapped my family, terrorized my people, gathered an army, and destroyed our great city. But now, the heart of the gods is within his grasp, and he has forced my hand. In honor of those who fell at Borvald, we must take up arms and return the favor, ending this once and for all! Okay, sorry, ich habe vorhin auf mein Mikro geschlagen, ihr dürftet das gehört haben. Jedenfalls habe ich es in meiner Anzeige gesehen. Oh, ist episch, episch. Ach, wir sind jetzt hier im großen Tal, ne? Stimmt. Kämpft euch bis zur Festung. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden als gedacht. Weil das hier ist wirklich ein riesiger Kampf. Und wir haben Katapulte. Wir sollten die Katapulte auslösen. Gut, mach. Komm, ich helfe dir. Alter, gut, hilf mir doch. Hä? Das hat doch sonst immer funktioniert. Okay, der funktioniert vielleicht nicht. Gehen wir zu dem da hinten rüber. Die anderen haben doch auch funktioniert. For the people. Ich glaube, ich habe gerade einen Bogen gehört. Okay, die Dinger funktionieren nicht. Hm. But there won't be a next time. Oh. Das ist jetzt der Gegner, du, ne? That's all you got? Ach, das sind diese krassen Viecher, ne? Aber egal, ich bin stärker als er. Eigentlich können wir das so machen, dass wir ihn schlagen, bis er umkippt. Hoppla. Nein. Und davon wird die Waffe nur herwechseln. Wie steif er umgefallen ist. Einfach episch. Hallo, wo kommst du denn her? Ich hasse feine Bogenschützen. Wieso machen feine Bogenschützen einfach mehr Schaden als Schwertkämpfer? Es ergibt einfach keinen Sinn. Okay, können wir eigentlich Totendiener an ihm machen? Uah. Oder ist er zu mächtig? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass Leute zu mächtig sind. Ach, wir haben das doppelte Wirken gar nicht drin, ne?
Beschwörung. Mal sehen, schauen wir mal. Totenlieder. Oh, es funktioniert. Glaube ich. Hoffe ich. Na, du hast zu mächtig. Aber was bringt denn diese geile Fähigkeit, wenn ich nichts beherrschen kann, ganz ehrlich? Ich kann Bären beherrschen. Der wird mir auch so viel bringen. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir werden uns morgen mit dem Angriff auf Stalgard beschäftigen, was sich ziemlich ähnlich anhört wie Sovngarde, was ich sehr merkwürdig finde, aber naja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.